Ja, moinsen liebe Eob-Ami. Willkommen zum zweiten Video. Und zwar, wir haben ja hier aktuell hier im Leitsternspiel wieder unser Event. Wir haben jetzt aktuell ein Unwetter. Das geht jetzt noch eine Stunde und wir haben uns gedacht, wir gehen jetzt mal her und machen hier einfach mal ein richtig Extremlagen Video. Nebenbei nimmt auch noch hier die Zuchtbude nimmt nebenbei auch auf. Das habe ich euch auch ins Intro reingepackt und das würde ich euch jetzt mal ganz kurz anspielen. Bis gleich. Da bin ich auch wieder. Ja, ihr seht hier unsere Karte. Und ihr seht, wenn ich hier mal rauszoome, hier ist alles voll mit Einsätzen. Hier ist gerade Extremlage ausgebrochen. Und deswegen werden wir uns jetzt mal schauen, dass wir so schnell wie möglich und so gut wie möglich irgendwie das schaffen, durchzublicken. Hierzu mache ich jetzt mal hier die Map in groß auf. Und jetzt macht es erstmal massenhaft Alarmierung. So, okay, dann würde ich mal schauen, wo jetzt am besten schon was angefangen worden ist. Baum auf Straße wird schon gemacht. Ich würde, an alle Einheiten, ich fange unten links in, bei Neudels auf, fange ich an. Also ich habe nur mal einen Baum auf Kleider. Hat irgendwer Möglichkeiten für Polizei? Ja, ich habe Polizei, wo? Lass mich kurz gucken, was hier am nächsten dran ist. Baum auf, warte. 10 Patienten. Weil du gemutet bist, glaube ich. Worte wurde informiert, ich muss kurz nachschauen, wo er den jetzt hingeschickt hat. 2 Seconds. Dein Mikrofon ist aus, deswegen. Warte mal, da müssen wir in einen anderen Channel gehen. Wartet mal, Leute, ich ziehe uns mal in einen anderen Channel, wo. User was moved out of your channel. Nein, ich hab dich hochgemoved. Wartet mal, Leute, ich ziehe euch mal beide hoch. Ich ziehe euch mal beide hier komplett hoch zu mir. User was moved out of your channel. User was moved channel out of your channel. So, dann editiere ich den Channel hier mal um. Ich hab's dir in Funk geschickt. Mit Braucher. Vielleicht ist hier jemand näher dran, deswegen schreibe ich das mit Braucher. Ja, ich gehe schon wieder rein. Warte mal, dann machen wir das anders. Dann mache ich hier die Map doch wieder zu, Leute. Und mache das einfach doch über dieses Ding hier. Ich könnte in 3 Stunden 15 Minuten Streifenwagen, da sein Ohr eine Stunde 31 wie im Hubschrauber. Wie trocken er das halt hier reinballert, ne? Wie trocken einfach nur. Nein, weißt du, wofür wir den tun wir neben die Fassade hin, ne? Und dann hält er die Fassade fest. Und dann muss der Pilot halt dann 50 Jahre da ausfahren. bis er dann ein Ding stirbt. So Leute, ja, dann gehen wir mal hier, da Baum auf Kreisen. Okay, es wurden ganz viele Aufträge für Wasser angenommen. Ja, der hat MC gemacht. Das ist bestimmt THW. Ja. Gut. So, ich schicke jetzt mal Polizei an. Streifenwagen brauchen wir mal gesagt, ne? Ja, ich habe dir den unten im Funk reingeschrieben, wo ich bin. Ja, Streifenwagen unterwegs. Ey, warte, Wasser kann ich auch machen, oder? Kann ich tanken, Tankfahrzeugen das auch übernehmen, oder? Man kann es auch mit es müssen auf jeden Fall ein LF sein. Wenn ein LF angezeigt wird, muss ein LF dort sein. Wo wird das angezeigt? Ich hab die Schnauze voll. Man kann ja bloß GKW mit Rüstwegen ersetzen und andersrum, ne? Ja. Gut, dass ich eine zweite E-Mail-Adresse habe. Dritte. Verkehrsunfall, Baum auf Straße. Ich nehme mal den nächsten Baum auf Straße für den LF. Ich nehme jetzt erstmal den Baum auf Straße weg, weil das kann ich erstmal. Baum auf Gleis. So, Strohbeinbrand. Verkehrsunfall.
Baum auf Gleis. Baum auf Dach. Unfallzeug. Auffallunfall. Keller unter Wasser. Den nehme ich. Das ist in Witzbach. Bach? Nee, in Schwanthalen. Oder so. Marstetten. Ja, weil das, ja. Aber das in Witzbach mache ich gerade. Nee, das, ich bin da in der Nähe, glaube ich, mit meinem Einsatzwagen. Also ich bin relativ nah. Ich gehe jetzt nämlich einfach mal die runter. Die ganze Liste runter und nehme einfach alles, was mit Wasser zu tun hat. Und ich gehe mir mal jetzt hier einen Schreiber zum Schreiben holen und dann mache ich dann mir dann meine Liste, was ich brauche. Straße unter Wasser kann ich ja auch machen zur Not. Warte, wen dem Fahrzeug ist das? Das ist meins, oder? Ja. So. Was brauche ich da? 2 LF? Dings, der das auch mit unter Wasser macht. Ich mache immer die Aufträge, die am nächsten an meinen Fahrzeugen dran sind. Es bringt nichts, wenn ich die über die halbe Map fahren lasse. Das dauert einfach zu lange. Mach ich normalerweise auch, weil wenn ich weiß, ich mache jetzt nur Wasser, dann gehe ich einfach die Liste runter und mache dies mit Wasser. Hast du wirklich bloß THW-Einheiten? Nein, ich habe auch Löschfahrzeuge. Ja, aber nimm doch die auch. Man kann ja da bloß Löschfahrzeuge nehmen, das ist ja das Problem. Weil sonst kann ich viel mehr Wasser machen, anstelle nur 4-5 Stück. So, dann nehme ich, dann kommen hier. Dann ich hab... Wo war jetzt der eine? Da ist der. So Leute, dann machen wir das jetzt mal so, da brauchen wir 2 LF. Nimm mich mal einen Verband auf, bitte. Ich hab grad einen neuen gemacht, damit ich unten auch mal was machen kann. Fang ich mal neu an. Ja, mach ich gleich. Ja, ich weiß sonst nicht, wo ich bauen muss. Dann brauchen wir einen DLK. Ich wollte gerade sagen, wo verdammt ist das Mokam-Stresschen? Dann brauche ich. Was habe ich jetzt gemacht? Ein ELW? Dann brauche ich noch einen DLK. Wo haben wir den? Da, DLK. Dann brauchen wir einen... Wenn das Event zu Ende ist, verschwinden dann alle Aufträge oder bleiben die noch? Die bleiben noch einen Moment. Ja, ich nehme mich selber an. Warte. Und Höhenrettung brauchen wir noch einen. Wo habe ich den da? Höhenrettung. Und dann brauchen wir noch einen Streifenwagen, habe ich gesagt. So. Eine Funkstreife, so, ist unterwegs. So, nächster Einsatz wird abgearbeitet. Wassereinsatz. Fischbach und die Gegend werden jetzt abgearbeitet. Okay, so, wo... Ich werde mich jetzt selber die ganzen Einsätze rund um Allersberg kümmern. Und das, was halt so... Einen mache ich jetzt noch, weil ich habe ihn da jetzt hingeschickt, nicht mehr zu voll, den jetzt da wieder abzuziehen. So, Bewerbungen. Okay. Wir haben noch keine... Hast du schon angenommen? Ah, da ist schon. Ja. Dabei. Hätte sich ja selber annehmen können, du bist ja wegen... Bist ja, Admin. Deswegen habe ich es ja auch gerade selber gemacht. Wie habe ich mir mein E-Mail-Adresse gemacht? Dann habe ich die jetzt hingeschickt. Baum auf Oberleitung oder so, dass jemand mit dem DLK. Ne, brauchen wir Höhenrettung für Baum auf Oberleitung? Ernsthaft? So, Wir haben noch ganz viele Brände, ne? Wir haben noch viel mehr als Brände. Verkehrsunfälle, wie haben die das hingeschafft, so viele Verkehrsunfälle in so ein paar Stunden zu machen? Das waren alle waren alles inkompetente Autofahrer. Alles BMW-Fahrer. Du halt wieder auf den gestrigen Einsatz rumreiten, ne? Du darfst natürlich gleich wieder auf den gestrigen Einsatz rumreiten. Genau. Fassadenteile drohen zu fallen. Was brauchen wir denn da? Eine Drehleiter. Dann brauche ich einen Streifenwagen. Dann brauche ich ein ELW und eine Höhenrettung. Und Löschfahrzeug brauche ich eins. Brennende LF. Löschfahrzeug. DLK. Haben wir auch noch einen. Dort. Dann ELW. Kann ich auch einen 2er nehmen, das geht auch. Höhenrettung habe ich, glaube ich, auch noch einen zweiten. Wo ist der? Ne, da habe ich nur einen. Weiß ich, was ich mir als nächstes holen werde. Dann Polizei. Brauchen wir auch noch eine Funkstreife. Da haben wir 4 Stück. Dann... Wer daran Spaß hat, kann er das auch übernehmen. So.
auch raus, okay. Hast du schon einen eingestellt, oder was? Ich weiß nicht, ob ich dir jemanden hingestellt habe. Warte mal kurz. Wo ist denn Irgendwie. der? Links. Von, wie heißt dieses Scheißding? Schwaben, Schweben, Schwabach. Ich glaube, ich habe den Einsatz auch schon, oder? Ist das der? Ich weiß nicht, ob du die da hingeschickt hast. Sieht nicht so aus. Nee, ich gehe gerade erstmal von Schwabach rüber nach links und dann gehe ich nach unten rum und dann gehe ich komplett einmal rum. Ah, dann machst du dich mit dem System, okay. Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob alle meine Au Leute, die hier arbeiten, auch ganzen Leute haben, die sie brauchen, um das zu erfüllen. Und Dann ist. da brauche ich viel, da brauche ich viel. Das ist der größere Einsatz. Fünf Löschfahrzeuge. Eine Drehleiter. Naja. Ja, genau, den, wo ich dich gerade hinschicke, oder wo ich dir das Ein gerade im Funk LW. reingeschrieben habe. Da steht nämlich die ganze Zeit einer von meinen Leuten. Warum auch immer. Dass du ein Löschfahrzeug weniger brauchst, weißt du? GWA. Ich komme eventuell noch mit Löschfahrzeugen zur Hilfe. Es muss jetzt bloß so funktionieren, wie ich möchte. Und dazu muss ich Fritz jetzt aufschreiben. Das heißt, meine beiden Songtexte gehen mal kurz weg. Ich habe übrigens immer noch einen Patienten. Ja, Moment, komm gleich. Streifenwagen. Das ist belastend. Steck dir deinen Patienten in den Arsch, nein. Wie viele Ärzte? Du hast doch 20 Krankenwagen, aber ohne Besetzung, ne? Ja, ich habe keine 20 Krankenwagen, so. Nee, aber du weißt, wie ich das vorhin gemeint habe, ne? Wo du erst ein Fahrzeug da rausgeschickt hast, um anzugeben, aber die Hälfte von den Fahrzeugen niemanden drin saß. Der andere war. Geisterfahrer. Das andere. Das andere. Das waren. Andere waren. Waren so. So elektrischer, weißt du? Waren Drohnen. genau. Ding brauch noch. Gehört den Schutz. Nein, das waren so wie diese U-Bahnen bei uns. War schön in Nürnberg. So selbstfahrende. Führerlose. GW Atemschutz war das noch, ne? So. Es ist, als ob jemanden da interessiert, dass die Straße unter Wasser ist. Und der Mann ist gar nicht Schiene. Mitten im Wald, Keller unter Wasser. Genau. Baum auf Straße. Kann da mal einer den hier übernehmen? Klar, am Jägersee, LKW Bin komplett vorgefahren. ausgelastet. Ja, ich auch, hab auch Reagenschein mit drei Fahrzeugen. Ich auch. Hast du den Funk reingehauen? Und 0 Credits. Wo ist denn das? Moment, Leute, ich muss mich muten, ich krieg einen Anruf rein. Moment. 15 Minuten. Wo ist denn dieses Baumhofstraße? Kann man das irgendwie nachschauen? Weit weg. Da gibt es halt 50 Baumhofstraße. Das ist halt sehr ungenau, was da angezeigt wird. Ne? Hat er einen Chat geschrieben? Ja, aber das bringt mir nichts. Ich will wissen, wo das, auf welche Position das ist. Münchner Seilbach-Holzbauen. Wo ist das? Ich wohne da nicht. Ja, ja ne. Ich wohne ungefähr 3 Stunden entfernt. Und 1,5 Stunden mit dem Hedi. Ich wohne 4 Stunden entfernt. In Münchererlbach. Sich verarschen? Baue eine Feuerwache. Hab ich doch schon. Ja, wenn ich erstmal bei Polizeisonderanheiten bin. SEK habe ich aber eigentlich auch schon. Ja, komm, scheiß rein, nerv noch ein bisschen mehr, los. Ach du Scheiße. Wir haben immer noch ganz viele Verletzte, ne? Da haben wir bestimmt noch 50. Haben wir überhaupt so viele Krankenhäuser, dass wir die da unterbekommen? Verband, Verbandskasse. Wir haben ein einziges Krankenhaus.
Ja, komm, mach doch ein bisschen, dann haben wir auch genug Kohle. Für ein zweites. Brauchen wir 3000. Was, nur 3000? Mhm, können wir noch was machen. Wo? Im Krankenhaus. Kann man dir irgendwie was geben? Nein, ich brauche nicht 3000, die Verbandskasse braucht 3000. Wo steht das? Ach ja. Nee, warte mal, 200.000 brauche ich nur. Ich wollte schon sagen, ja. Oh, wo soll ich das denn bomben? Was? Nee, warte, wir haben doch 3. Lass es. Wir haben 4. Ja, komm. Viele passen da an so ein Teil rein. Ich könnte einen Bereitstellungsraum machen und meine ganzen Einheiten da hinschicken, aber ich glaube nicht, dass ich nur 3 Stunden lang warten werde. Scheiße, die haben auch noch unterschiedliche Kategorien, wo sie. Das ist nicht schlimm, die kannst du trotzdem mal reinballern, mach ich auch immer. Ach so, du kannst aber, wenn du ganz krass bist, darauf achten, ne? Kann ich auch sein lassen. So, bin wieder da. Bereitstellungsraum und schick da auf meinem Hauptaccount mal alles hin, was ich so hab. Also, ich schicke jetzt mein Fahrzeug schon seit einer halben Stunde zu einem Punkt, aber der fährt ja jetzt halt im Kreis von mir rum, ist das normal? Das ist mit dem Spamman im Teamspeak, war ich gerade. Ja. Ich weiß, hab ich festgestellt. Hat jetzt jemand schon den Baum? Hat schon. Ich habe eine Frage, der TSFW, was ist das genau? TSFW, ist das Feuerwehr? Ja. Ja, ist ein Fahrzeug. So ein Rotzfahrzeug, wo du nichts mit anfangen kannst. TSFW. Das ist ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser. Ja, ich hatte gerade den Lehrgang. Ja, bei mir sind die Lehrgänge schon ewig her, deswegen habe ich da teilweise. Also ist das der Zyklon-Turbospritze. Ey, ja. Jemand schickt jetzt zu diesem Feuer, was ich vor 5 Minuten was hier reingeschrieben habe, was hin, oder ich muss das abziehen, weil ich habe jetzt halt ein Fahrzeug da stehen, aber wenn da nichts gemacht wird, bringt mir das nichts. Jetzt, wo ist denn das? Wo steht denn der Einsatz? Neben der Feuerwehrwache in links daneben. In wie heißt die? Rotbach. Schwanbach. Schwabach. Der ist doch der Stadtpark und links, wenn du da die Linie nach links ziehst, siehst du, da ist dieses Feuer. Und da steht die ganze Zeit schon jemand von mir. Ach so, das ist ja in der Nähe. Was braucht man da noch? Das habe ich gerade in den Chat geschrieben. Wie gesagt, ich schicke jetzt mal alles so in Richtung da unten. Schick mal alles raus. 4 LF unterwegs. Ein DLK müsste ich auch noch haben. Ich schicke auch so ein ganz. Ach, was heißt das? Einfach die Mannstreifen. DLK auf Anfahrt. Funkstreifen. Moment, wie viele? 2 Stück. Funkstreifen auf Anfahrt. Ich brauche noch einen Einsatzleitwagen. ALW kommt gleich. Ich habe sogar das SEK mitgeschickt, ja. Also. Bitte was? Ja, genau. Das SEK. Alles runter. ELW ist raus. Oh fuck, welche Mulden nehme ich denn mit? Ah, Schutz oder Rust? Oder Schlauch? Rust? Ich habe keinen Schlauch. Habt ihr nicht? Habt ihr kein SW oder so? Dann zieh ich den mit. Schlauchwagen, doch, haben wir. Ja, ich habe auch 2 Stück. Also RTW auf Anfahrt kommen. Ich habe auch 2 Kräne. Feuerwehrkräne habe ich auch 2. Ist hier kein Zugfahrzeug und. Oh. Was ist das? Baum auf Oberleitung. Was braucht man da? Schick die Wasserrettung auch mal mit, ne? Da brauchst du THW, glaube ich. Kommt auch. Gustenfelden, Baum auf Oberleitung. Verkehrsunfall. Soll ich die Taucher dann vom THW auch schicken, oder? Schick einfach alles, was du hast. Wir brauchen alle verfügbaren Einheiten. Ja, nur so viele Anhänger kann ich nicht sehen, wie ich auch. Ein LF, ein Rüstwagen, ein Streifenwagen, das müsste gehen. Ja, ich habe mal alarmiert, wartet. Da haben wir einen zweiten RTW. Ich habe 2 RTW geschickt.
Der lamiert das nicht. Ich probier's zu viel. Oh, jetzt. Serverfehler! Oh nein! Ich Ich hab auch einen Wagen, das sollte hinhauen, was du geschickt hast. Ich hab aus Versehen Serverfehler gemacht. Was hast du gemacht? Ich hab einfach alle meine Fahrzeuge zum Berechnungsraum geschickt. Mir steht das Serverfehler. Als ob du selber gefickt hast. Hoppla. Ey, hier sind lauter. Ich hab einen Unfall mit nur Mädels. drei Mädels Unfall. Ich bräuchte dringend einen RTV. Ich hab keine mehr. Haben wir keine mehr? Oh Mann, der hat einfach nur die Hälfte geschickt, nicht mal. Dann mache ich erst einen kompletten Rettungsdienst. Und wie fühle ich mich verarscht von meinen Einsatzfahrzeugen? Das ist normal, dass die teilweise für die Wegfindung eine halbe, 10 Minuten braucht, obwohl die direkt daneben standen, zweimal drumherum gefahren sind. Ich glaube, der Server ist gerade ein bisschen, ich glaube, wir haben den Server gerade ein bisschen ausgelastet, wenn wir uns dann einsetzen. Ja, das glaube ich eher weniger. Ich glaube, der hat aber Hust gemacht. Alter, das ist ein Scheiß. Das war bestimmt Dale. Bestimmt hat Dale den gefickt. Na ja, gut, das SEK kann ich nicht schicken, weil noch eine Ausbildung sind. Warte mal, sehe ich deine Fahrzeuge jetzt runterfahren? So weit wollte ich auch nicht rauszoomen. Ich habe gerade komplett rausgezoomt, also die ganze Welt gesehen. Den RTW, die Leute für den RTW werden gerade abgearbeitet. Das Feuer sollte gleich weg sein. Ja, wie schon gesagt, ich bräuchte dringend noch ein RTW, kommen. Keine RTW vorhanden, kommen. Tja, schon mal. Ein LW2 kommt von mir. Ich brauche dringend SDK zur Verprügung von Unfallverursacher. TLF? Ja, Tanklöschfahrzeug. Oh. Ich hab aber mehr Loot. Aber ist das normal, dass die Einsätze so merkwürdig platziert sind? Komm schon, ja. Das kann, der Server droppt die random. Die werden random gedroppt. Ein bisschen schade eigentlich. Es wird zwar ein bisschen versucht, dass das ein bisschen schon einigermaßen realistisch gedroppt wird, aber manche Fehler können sich doch noch einschleichen. Man muss bedenken, da ist die ganze Welt, wo du deine Wache aufmachen kannst, wo Einsätze gedroppt werden. Und da kann es aber durchaus sich der ein oder andere Fehler einschleichen. Oh. Ich glaube, ich brauche noch einen. Hast du den Einsatz Leitwagen nicht geschickt? Ach du Scheiße, das sieht sehr interessant auf meiner Karte aus. Was hast du nur geschickt? Was brauchst du? Das Dachhaus wird abgearbeitet. Aber ich brauche Baum auf Oberleitung dringend noch Einsatzkräfte. Ich lehne mich mal wieder ab. Welche Form? Ich sag dir gleich was. Ein LF, ein ELW, ein Rüstwagen, ein DLK. Gut, die kann ich alle schicken. Drei Läufe, die kann sogar ich alle schicken, habe ich alle. Der Baum auf Oberleitung? Links vom Rettachbrand. Ah, nee, das ist der. Dann schicke ich zwei Löschfahrzeuge und du noch eins. Der Rettachbrand? Ha, ich werd befördert. Oh, Straße hab ich dann noch. Ilvi und Rüstwagen war es, glaube ich, noch. Oder? Baum auf Straße, Kammerstein. LKW, brennende Straße, unter Wasser, Baum auf Straße. Baum auf Straße, Kammerstein wird soeben von mir bearbeitet. Ja, ich okay. Baum auf Straße in Wiesbaden wird gerade von mir bearbeitet. Zwei Löschfahrzeuge bräuchte ich dann. Ein Löschfahrzeug bräuchte ich dann noch. Warte, ja, das komme ich nicht hin. Ich bräuchte unten. Hey, meinst du den unten links, den Brand? Der, was jetzt gleich gelb werden dürfte. Ich schicke mal schnell in Funk rein. Wenn es in der Nähe ist, könnte ich einen hinschicken. Ein LF bräuchte ich da noch, ich habe jetzt nur zwei hingeschickt. Oberleitung? Den noch nicht? Den bräuchte ich noch was, und dann mache ich schon mal da unten, Kannst du markieren? Ist schon, ich habe schon markiert. Ich zieh das bei Baum ab und zieh da für dich den...
Weil dann habe ich nämlich, dann arbeite ich arbeite mich nämlich, wie schon gesagt, als rüberwärts. Ich nehme ungefähr die gelbe Straße, also die Hauptstraße, die da Leutzdorf-Rohr durchgeht, ungefähr die nehme ich als Grenze. Und dann, wie schon gesagt, und von da aus dann komplett einfach immer außenrum. Kommt. Brauch aber 6 Minuten. Ansonsten, wie gesagt, kann ich nachher. Wie gesagt, ansonsten kann ich nachher, wenn ich noch Zeit und Lust habe, die alle zu fertig machen. Das ist ganz einfach. Ich werde jetzt dann alle meine Fahrzeuge wieder zurückschicken. Und werde mich dann südlich von Schwabach den Bereich kümmern. Also so ungefähr. Okay. Also, den Bereitstellungsraum seht ihr ja, ne, wo ich den gemacht habe, ungefähr so mittig. Und von da aus werde ich dann so um, ich denke mal so um 10 Uhr oder so anfangen. Ja, ich mach dir dann auch nochmal einen Bereitstellungsraum bereit. Hab ich schon. Ja, ich kann dir noch einen zweiten, ich mach dir dann noch einen zweiten bereit. Brauche ich nicht. Da rollt schon alles zum ersten hin. Der ganze Kreis. Warte mal, ich muss ihn mal gucken, ich sehe das jetzt bestimmt auch, oder? Meine Fahrzeuge? Deine Armada müsste ich jetzt aussehen. Diese Oberleitung? Da oben links? Ach man, ich sehe deine Fahrzeuge nicht. Ja, das ärgert mich auch. Dass ich mal eingeordnet sehe. Ich sehe eure allen Fahrzeugen. Ja, aber wir jetzt zu Verbandsansätzen fahren, aber ich fahre noch zum Brennstellungsraum. Übrigens, das wäre ein Verbesserungsvorschlag, wenn du dafür Kontakt hast, ne? Sprechwunsch. Dass man überhaupt erstmal gucken kann, was so im Bereitstellungsraum drin steht. Weil ich sehe nur meine eigenen Fahrzeuge. Das wäre halt cool, ne? Mhm. Ich weiß aber nicht, wie das serverleistungstechnisch aussieht. Muss ich nicht herstellen. Verkehrsunfall braucht man auch noch ein LF. Ich mach dir jetzt noch einen Bereitstellungsraum klar. Sicher, sicher. Alles gut. Ich mach dir noch einen Bereitstellungsraum in, ich mach dir jetzt mal den im Wolkersdorf noch einmal klar. Zwischendrin mal, wo der Ding ist. Ich hatte sogar schon eine Flughafenfeuerwehr, die habe ich hier gelöscht. Was ist ein Sprechwund? Wunsch. Sprechwunsch ist, da will der RT was von uns oder ein Feuerwehrler oder sonst was. Ja, der beim Feuer in Rotbach möchte ein RTW was von dir. So. So, Bereitstellungsraum steht. Okay, dann warte ich schon mal, wo ist der Sprechwunsch? Der RTW 151 braucht was von dir. Sprechwunsch bearbeiten. Das habe ich gar nicht. Stadtkrankenhaus Schwabach anfahren. Wie lange dauert das? 1,6 Kilometer? Ja gut, mach mal. Patient wird transportiert. So, Ach du Scheiße, wie viele Fahrzeuge wir hier umfahren haben. Ich glaube, ich habe vorhin versehentlich... Also ich glaube, im WLF arbeiten... Hast du aus deiner RTW gefickt? Ich glaube, ich habe vorhin versehentlich meine RTWs gelöscht. Toll. Könnt ihr mal, just for fun, so oben Richtung Nordsee gucken. So ganz oben hin, so. Da seht ihr ja meine Sachen. Also das oben ist quasi, was alles so auf einem Flex ist, so meine Sachen. Ja, ich hab's schon gesehen. Kannst du mal deine Sachen hier runterschicken? Mach doch doch grad. Bist du da unterwegs? Bin schon dabei. Wie schon unterwegs? Brauchen die noch? 3 Stunden. Das Schlimme ist, es sind V-Live-Stunden, ne? Mhm. Du könntest auch auf eine Wache klicken, dann könnt ihr ja gucken, was ihr auch so für Fahrzeuge habt. Also eigentlich alles fest, alles V-Live-mäßig nachgucken. Jetzt möchte MC mal kurz was sagen. Sagen wir es mal so, die Feuerprobealarm oben in Lippighausen, das wird nicht lustig werden, da hochzukommen. Da ist schon das eine Ende von mir, alles gut. Und wenn das damit fertig ist, dann fährt er runter, auch runter, dann kommt er auch runter. Aber es wäre trotzdem lustig von uns da... Nee, wann? Wann startet der? Stunde 39. Ach scheiße, das schaffe ich nicht mehr. Sonst wäre ich jetzt mit irgendwas drauf hoch. Was? Stunde 39? Warte mal, ich schaue, vielleicht kann ich neue Bullen hochschicken. Ich schaue mal, ob ich da noch eins Bullen hochschicken kann. Und es kommen auch 2 Hubschrauber von mir, da einmal ein RTH und einmal ein Polheli. Weiß. Die gucken schon mal vorher so, die checken das schon mal. Als ob da in Wieland so viele Feuerwehrwachen sind. Mhm. Ja, bei mir sind auch auf dem Zeit berechnen. 4 Stunden, Polizei. Zeit das berechnen. Ist alles 4 Stunden. Wird eigentlich das Gefängnis da mitten auf die Nordsee gepackt? Sonderwache 1 ist, Ey, Ostsee. Im Vorkrieg Level 1, Was, wo ist das? Achso, das war ich. Das habe ich dahin gepackt. Versehentlich. Ja, und das ist. Nein, das ist Alcatraz!
Alcatraz. Wer ist denn da oben in Kiel? Aber wir haben da überall Leute. Wir haben überall Leute. Das Problem ist, dass die alle irgendwie 30 Kilometer von 30.000 Kilometer von dann weg sind. Commander Luke war ja auch von, da oben, ne? Ja. So, dann. Was sagt der LTW noch zur Anfahrt? Den LF. Keine Ahnung. Ich guck mal für dich, ne? Also, wie du deinen Auftrag erfolgreich absolvieren kannst, Baum auf Oberleitung, musst du noch 1 Minute 30 warten, weil dann der erste ankommt. Sonst hätte ich noch ein Fahrzeug, was 2 Minuten braucht. So, Fassadetruhe zu fallen, schauen wir mal, was wir dafür brauchen. Ich habe hier doch ein leeres Fahrzeug, was nichts macht. Könnte hier im Tendenzernbach bei Straße unter Wasser noch 2 Funkstreifenwellen gebrauchen. Rennerzembach? Ja. Wo genau? Bei Kenlohe? Warte, ich schau gleich mal, wo genau das ist. Ich schicke jetzt mal zu, ein LF hin. Ist das ein Disaster-LF? Ja, das TSF von dir ist da wahrscheinlich, oder auf dem Weg zu. TLF 9 Kilometer, ja. Gibt's hier nichts in der Nähe? Das ist in der Weipersdorfer Straße. Weipersdorfer Straße? Wo... Parkdeck voll gelaufen, das hab ich nicht gesehen. Ah, da, ich hab's. Und der LF ist unterwegs, ne? TLF. Ja. LF, TLF rollt, okay. Haben wir einen Schlauchwagen? Schlauchwagen haben wir da, ja. Unterwegs. Okay. Funkstreifenweg rollen. Ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht, auch fünf, ne, ich glaube, fast 10 Stück hochgeschickt. Hast du zufällig noch einen Streifenwagen übrig? Einen hätte ich noch. Dann schick den gleich daneben zum Baum auf Gleise. Weil da rollt nämlich auch gleich der LF20 hin. Das ist ein GW-Ö. 101, 113 on the road. Wunderbar. Meinst du, ein Gerätewagen Öl, also GWÖ? Ja, was ist das? Das ist einer, der dafür da ist, um Öl zu aufzunehmen, Öl zu binden und so. Ja, große Ölspuren oder sowas oder Sachen abdichten. Hierfür ist er also im Spiel gedacht. Na, auf Euro vor umgammeln. Fettbarer Stab, ich zuck mit. Der gammelt vor sich hin in der letzten Ecke, oder was? Ja, ich schick dir mal einen Löschzug mit, weil... Also was heißt Löschzug? Alles, was du hast. Ach, du heilige Scheiße. Was denn? Es hat nicht gerade jemand zufällig 2 Funkstreifen wegen, ein GWÖ, ein Schlauchwagen und ein LW2 on the road. Warte mal, ich mach gerade einen anderen Einsatz, bearbeite ich gerade, Moment. Was ist denn? Ja, dass man so viel braucht, das weiß ich. Hab den LW2 und so was. Warte mal, ich schau mal schnell, Warte mal, lang. Mal so ein Parkdeck, was irgendwo ist, ich weiß immer nicht wo. Wo ist das Parkdeck? Ich guck grad. Da bist du gerade, okay, ich seh's grad. Das hast du gerade schon, Mama. Wen denn? Immer bei Hashtag, wo man gut was verdienen kann, weil ich brauch ganz viel davon. Aber wisst ihr, was wir auch machen könnten, Leute? Wir könnten einfach unsere ganzen Armadern, also alle Einsatzfahrzeuge, die wir haben, könnten wir packen, ne? Könnten die alle an einen Einsatz schicken, oder keine Ahnung, wegen Splitten halt, dass von allen irgendwas dabei ist, und könnten die einfach so gemeinsam Stück für Stück von Einsatz zu Einsatz schicken. Ne, das bringt uns nichts. Mhm. Wird bei Parkdeck unter Wasser noch was benötigt? Habe ich geschickt. Da wird einiges unten im Chat. Beim Verkehrsunfall hat er jemand noch. Ich weiß zwar nicht, was sie da brauchen, warum ein Parkdeck einen Funkstreifenwagen braucht. Absicherung, GW-Öl wegen ganzen Öl und Zeug, was ausläuft. Ich glaube, ein Einsatzleitwagen ist vielleicht meiner Meinung nach auch übertrieben, aber. Ein Einsatzleitwagen ist ja da dafür da, dass das Ganze koordiniert und. Dass der Einsatz geleitet wird. Genau. Also, GWA und. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Wo haben wir den? Ich könnte auch noch einen aufmachen von meinen Coins.
Hat übrigens bis jetzt schon fast 20.000 verdient in den Einsätzen. Ach Mensch, ich muss mindestens so auf Fireball sein. GW Öl und ELW1 rollen. Okay. Wer bin ich das? 18.000 Credits. Und GWL2 Wasser kann ich auch noch schicken, aber auch noch, den habe ich auch noch hinten in meinem Keller rumgammeln, warte mal, den suchen wir schnell raus. Kann das sein, dass diese zusätzlich benötigte Teil fehlt, oder ist ELW2 ein Fahrzeug? Fahrzeug. Ist ein Fahrzeug. Ah, es gibt drei Einsatzleitwagen. Es gibt Einsatzleitwagen 1, ne, das ist dann der PKW. Einsatzleitwagen 2 ist dann meistens ein kleiner Bus, so was wie ein Sprinter oder so eine Transe. Und Einsatz habe ich ja. Und Einsatzleitwagen 3 ist dann meistens so ein, ist von der Länge her ungefähr wie so ein Reisebus. Ja, ich habe ELW 2 Bartek. Ist jetzt wurscht, du kannst ein 1 und ein 2 schicken, das ist wurscht. Warum steht das denn sowas da? Ich bräuchte beim Autounfall in der Nähe, also oberhalb vom Parkdeck, bräuchte ich ein Ding, bräuchte ich noch einen Funkstreifenwagen, falls irgendeiner gerade parat hat. Meine sind gerade alle ausgebucht. Ich weiß gar nicht, wo ihr alles da seid. Ich glaube, der SEK würde zur Not auch helfen. Cheater den SEK mal schnell her, so 3-3 gewesen. Komm mal schnell mit dem Hydra-Kampfjet runtergeflogen. Teamspeak. Na komm, mach auf. Wie viel Zeug wir jetzt schon abgearbeitet haben eigentlich, ne? Aber es ist ein wenig weniger, ne? Hast du Leitstellenspiel, ja, ne? Ich hab vorhin mit euch gespielt, aber wenn ihr spielt, dann brauche ich so schnell mein Internet als ich. Wir haben gerade hier die Hölle los. Also hier sind wir haben hier gerade über 100 Einsätze. Ich glaube, nur der Mann ist noch. Oh ja. Ja. Das ist starke Sturmschäden, würde ich es beschreiben. What the fuck, Alter? Ich glaube, das ist Axel. Aber eigentlich ist so Leitstelle so entspannt. So rumsitzen. Denkst du? Obwohl, ich war letztens in Mülheim, hab wieder die. Also kennt ihr Mülheim? Mülheim an der Ruhr, ja. Ja, da habe ich mir die Wache angeguckt, habe ich letztens eine Führung bekommen. Zu meinem Geburtstag. Und da saß die oben zu zweit in Leitstelle, da durfte auch eine Leitstelle rein, obwohl man das nicht darf, aber war nichts los, sagte er. Und er sagte auch, teilweise tagsüber im normalen Dienst sind sie ja mit 4-5 Leuten. Und haben da so, ich weiß nicht, wie viele tausend Anrufe. Zigtausend. Das geht ab wie nochmal was in der Leitstelle. Da kommt teilweise, in der Minute kommt da teilweise 5, 6, 7, 8 Anrufe rein, je nachdem was ist. Und du musst das alles koordinieren, also das ist echt nicht einfach da oben. Sagen wir es mal so, das ist wahrscheinlich nur Babygartenaufgabe im Gegensatz zu einer Original-Leitstelle. Naja, nicht unbedingt, weil das, was wir jetzt hier gerade machen, mit dem Event, das ist ungefähr das, was du im Real Life auch hast. Bloß hast du halt im Real Life dann auch die passenden Fahrzeuge, die du umeinander schicken kannst. Und hier hast du halt das Problem, dass das noch nicht alles aufgebaut ist. Bei unserer heutigen Leitstelle ist ja alles vernünftig aufgebaut, da weißt du genau, was du hinschicken musst. Das wird so automatisch schon gemacht. Da skippen die ein, brennt, keine Ahnung, Dachstuhl oder so, dann wird dir schon vorgeschlagen, was du schicken sollst. Also, du müsstest es ja nicht mal selber noch auswählen. Nein, nicht immer. Also, bei vielen wird es nicht angezeigt. Das ist nur, wenn jemand schon dort mit seinem Fahrzeug hingefahren ist, dann wird es angezeigt. Aber du kannst ganz hier unten auf Hilfe zu diesem Einsatz gehen und dann wird dir auch angezeigt, was du ungefähr brauchen könntest. Ja. Also das passt eigentlich auch fast immer mit. Danach gehe ich auch manchmal, was ich schicken muss. So, jetzt machen wir es mal wirklich ganz schnell. Wir brauchen da noch ein zusätzliches Löschfahrzeug. Verkehrsunfall. Wo denn? Arbeitet das schon jemand ab? Wo denn? Mal kurz. Welchen? Das ist Schwanstetten. Das ist mitten auf der freien Straße unter... RH35. Arbeitet ihr da schon wieder dran? Ja. Ach, das kommt schon, ne? Nein, ist jemand noch da? Der Auffahrunfall? Ja. Da habe ich schon was geschickt, glaube ich. Aber dann müsstest du eigentlich schon fast noch zwei Erzhebis hinterher schicken. Nein, es sind keine Verletzten vor Ort. Ich denke mindestens einer. Nein, keiner vor Ort. Die werden sonst angezeigt. Das habe ich vorhin auch gedacht, auf einmal wurde es ein zweiter.
Ja, während des Einsatzgeschehens kann dann noch was sein. Warte mal, ich schicke sicherheitshalber mein RTW hin, warte mal. Du hast doch genug. Brauch ja keine Belastung. Ja, das ist die Gegel. Und schickst du deine Drohnen? Ich kann auch einen Kommandowagen leitender Notarzt hinterher schicken. Aber den brauchen wir nicht, den brauchen wir anders. Ich kann auch einen Orgel hinschicken. A Orgel? A Orgel kannst du schicken, kannst Musik machen beim Einsatz. Hab ich richtig geschickt gezogen. Wir haben in Hittenhausen, wo auch immer das ist. Bei mir. Achso, okay. Nein, Hittenhausen mit Hitten. Feueralarm an der Schule, was ist schon, das beginnt in einer Stunde 28 Minuten und 15 Sekunden. In Hittenhausen dunsten alle Fitten. Fressen alle Fritten. Alter, da ist schon wieder ein Einsatz dazugekommen, das wird nicht weniger. Also meine Fahrzeuge brauchten, glaube ich, doch 4 Stunden 12 Minuten. Das hab ich euch vertan. Ja, dann plus bis zur Hälfte. Im Hittenhaus haben die Weiber ihre Tüten draußen. Genau. Jetzt wissen wir Bescheid, jetzt wissen wir, warum sich der da oben so wohl fühlt, ey. Sicher? Warum ist das immer noch auf Anfahrt? Mal checken, was da damit, ist. Damit Leute wie du was zum Fragen haben. Fahrzeug aus Einsatzdienst nehmen. Nee, das magst du lieber nicht, weil sonst ist das Auto weg. Nein, steht auch nur auf Status jetzt, mein Gott. Warum habe ich die Option? Da war das. Eventuell, vielleicht unter Umständen, wenn die nicht gerade beim Burger King hängen bleiben. Braucht noch jemand eine Funkstreife? Ich hätte eine zur Verfügung. Und ich hätte noch ein LF zur Verfügung, wenn jemand braucht. Ich bin rausgelassen. Dein LF fährt erstmal zum Kanal und zum Trinken. Ne, ich guck mal, vielleicht habe ich hier noch einen Verkehrsunfall. Okay, es könnte irgendwie dauern. Ich habe da einen hingeschickt mit nur einmal Besetzung. Gott, ey! Verkehrsunfall in der Nähe, vielleicht hat er. Leute, darauf muss ich was machen. Ich muss mir kurz. Ja, da ist doch kein LF hin. Da kann ich ihn schicken. Aber hier brauche ich noch einen Funkstreifenwagen. Also schreibe ich das euch kurz im Chat. Anstatt ich habe gesagt, dass RTH mit 0 R zu voll ballern kann, ne? Dann könnt ihr drei RTWs zu einem Verkehrsfall schicken und ich schicke die restlichen. Oder so. So. Also die Sache mit RTWs, die war schon ziemlich lustig, besonders wenn man keine hat. Und. Wir benötigen RTW. Ja, ist doch schon dort, ihr Nutschen hat er. Ja, schick mal halt noch einen. Wollte wieder Fall. Funkstreifenwagen am Verkehrsunfall, wo ist der? Du hast den Funk gestellt? Ja, hast du, ne? Ja, da Verkehrsunfall. Du brauchst auch noch RTWs und so. Und eventuell LF. Ich schick dir mal volle Besatzung rüber, gell? Ich schick dir mal Notarzt und alles. Und leidender Notarzt habe ich einmal geschickt bei deinem großen Unfall. Brauchst erst ab 5. Obwohl hier bei uns Man of 1 schon ab 3 Patienten ist. Obwohl ich das ein bisschen unnötig finde, aber. Wen sein? Wohin? Baum-Oberleitung. Im Büchenboss. Flugplatzstraße 9? Flugplatzstraße? Ja. Jo, ist unterwegs. Dann schicke ich dann nämlich mein GKW, also ein GKW hin. Ich hoffe, der ist voll besetzt. Und ein, ELW und DLK, ne? Was ich geil finde. ELW, DLK, rollen. Ich hoffe mal, dass mein GKW da voll besetzt ist. Was ich cool finde, ist, dass man Fahrzeug, also ein Ding schon weiterschicken kann, direkt weiter alarmieren. Hä? Das war rar, ja. Wir brauchen, ich glaube, du kannst zwei Rettungswagen schicken. Kannst du schon wiederholen? Scheiße. Oh, jetzt hab ich noch für Feinde. Sag das nochmal. Nein, das sag ich natürlich nicht nochmal. Das sagst du jetzt nochmal. Lol. Hey, Psyodex, wer ist Psyodex? Egal. Wer? Du? Ich. Ah, okay.
Das ist mein neuer Account. Also Dave 2.0. Und Mr. X 2.0. Warte mal, den schmeiß ich mal raus. Und der ist scheiße. Tschüss. So, jetzt einfach nur zwei Accounts. Wird noch irgendwas benötigt? Ich habe nämlich noch den ein oder andere Einheit verfügbar. Bevor ich die jetzt irgendwo hinschicke. Was hast du jetzt noch zur Verfügung? Sieht nicht so aus. Zur Verfügung hätte ich. Nichts. Ich schick nochmal TLF 3000, LF, 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 TLF 3000, Chanetz, LF, TLF, LF, LF, TLF, LF. Dann hätte ich noch zur Verfügung GW Atemschutz, DLK, GW Öl, Rüstwagen. Das ist Sarah, ja. Hast du zufällig noch einen Funkstreifenwagen? Weil wenn ja, kannst du da hinschicken und dann einer RPW gerade hinfährt. Ja, mache ich gleich, ich kriege mal einen davon. Jetzt wirst du gemobbt. Wir haben gerade. Warte mal kurz. 139 Einsätze müssen wir noch abarbeiten. Ja, wenn die nicht in. Wenn die nicht in. Vier Stunden fertig sind. Das ist interessanter, als es aussieht. Wenn nicht in vier Stunden fertig sind, dann kann ich mich mal helfen. Hä, wo brauchst du Streifenwagen? Überall. Also, wie gelb jetzt auch ist. Langsam organisieren wir uns vernünftiger. Baum auf Gleise brauchen wir überall. Dann brauchen wir. Im Endeffekt wäre es eh besser gewesen, wenn wir uns irgendwie so in eine Richtung gearbeitet hätten und dann ringsrum gearbeitet hätten. Ja, aber letztendlich macht es keinen Unterschied. Abgesehen von Fahrzeiten. Da hätten wir die kürzeren Fahrzeiten gehabt. Wo wird jetzt eine Funkstreife benötigt? Büchenbach, Verkehrsunfall nördlich von diesem komischen Wasserhechte da. Ich brauche hier, warte. Auffahrunfall, Ungertaler Straße? Ja, genau. Okay. Ich brauche drei RTWs. Ja, genau, gleich drei Stück. Sind's noch so eine Wünsche? Also habe ich jetzt keine Polizei mehr, habe ich ja. Jetzt weißt du, warum man deinen Namen so komisch ausgesprochen hat. Warum? Ach nee, ich zieh wieder zurück, ist schon angefordert und ist auf dem Weg. Von wo? Westen. Ich sehe! Saraiha! Nee, stopp, ich nehme das auch wieder zurück, da fehlt ein RTB, ich brauche einen. Was jetzt? Du bist der gute Einsatzleitung, Alter. Nee, der Stern, die Leid. RTB. Den kannst du knicken, ja. Das ist ein SW. Das wird so teuer. Mit 2 Kilometer Streifen drauf. Das ist kein Schlauchwagen, der hat bei uns in der Reichenbacher Feuerwehr hat einen anderen Namen. Und zwar Penis-Transporter. Ja, meine Wache ist etwas versaut. Nein, nicht nur deine. Die kann mitten im Felden aufhauen. Weißt du? Lol, da wo kein Wasser ist, ist einfach Hochwasser. Weißt du, was das Lustigste ist? Weißt du, du kennst doch den Turbolöscher, ne? Der heißt bei uns Zieg- und Doppelspritzer. Ich mach mal kurz auf, Leute, bin gleich wieder da. Lol, dem fällt einfach. Parkdeck von Wasser gelaufen, Ampelausfall. Ja moin. Ich mach nachher noch ungefähr ich mach einmal vielleicht dann nochmal ein Dings. Event. Können nächstes Event machen. Fisbo? Hm? Du hast doch gerade noch zwei. Hast du noch ein RTW irgendwo frei? Nein, die habe ich weggeschickt. So Leute, bin wieder da. Wird jetzt irgendwo noch Unterstützung benötigt? Ich schau mal, was ich hab. Ja, immer noch ein RTW an der Stelle, wo ich ein RTW geschrieben habe. An der Stelle, wo du drei geschickt hast. Du meinst dreimal RTW? Nee, ein RTW plus. Am Saraiya! Da war jemand schneller. Ja! Hab gerade keinen zur Verfügung. Das ist schlecht, weil dann habe ich dann jemanden, der... Verkehrsunfall in Büchenbach, ziemlich weit südlich, der wird gerade mit... Hallo. Jo, hast du Zug?
Du zu machen? Crispo, kannst du mir nicht erzählen, warum du so viel an den Verkehrsunfall schickst, der schon fast auch abgearbeitet ist, wo man plus RTWs gebraucht hätte? Das ist wieder typisch Crispo. Der hat fünf Feuerwehrfahrzeuge zu einem Punkt gebracht, wo man eingebraucht hätte. Einsätze. Fußball aufpumpen. Was? Was? Du hast einen Spezialeinsatz gefunden, wo ist der? Mein eigener. Das war das Schlauste, ja. Das war ein WM-Special, was du gefunden hast. Ich will auch so einen. Gib ihn mir. Warte mal, mach ihn öffentlich. Schimmer kurz weg. Tschüss. Schick dir erstmal ein RTW zum Verkehrsunfall, ja? Genau, verteile erstmal deine Fahrzeuge. Und dann kannst du weg sein. Achso, ich dachte gerade, du meinst mich, ich wollte gerade sagen. Der geht doch jetzt nicht wirklich, ne? Wohnwagenbrand am Waldrand in 9455 Nürnberg wird bearbeitet. Achso. Zwei LF-Rollen. Wenn du was brauchst, einfach ein Chat schreiben. Das macht alles viel einfacher. Ja. Wie kann man das einfach so abarbeiten? Wer flüstert, der lügt. Ich schicke nämlich gerade nochmal Fahrzeuge zu Verkehrsunfällen. Habe ich jetzt schon RTW zur Verfügung? Ich könnte jetzt eigentlich auch gerade noch. Also, Risco hätte einen zur Verfügung gleich, weil der hat seine zwei RTW stehen. Sprechwunsch, wartet mal, ich habe einen Sprechwunsch. Gleich habe ich einen RTW zur Verfügung. Ja, wenn dann gerade was ist. Ja, was gerucht, Forst, klein, schwarz, Loh. Ey, da will jemand was von mir RTW. Da hat jemand einen Sprechwunsch. Das ist ein Online. Das ist ein Online-Game, das habe ich und ein paar Bekannte haben das gemacht und das spawnt dann. Ich hab da vorne ein Event gestartet gehabt und deswegen haben wir so extrem viele Einsätze. Crispo, das ist deiner! Na toll, der ist ja natürlich jetzt gerade irgendwo kacken, ne? Hä? Seit wann können, Gestern hatte ich einen Einsatz. Gestern hatte ich einen Einsatz zwischen Wolkersdorf und Nassbach. Da hat sich ein 19-Jähriger mit seinem BMW total zerlegt. Warte mal, ich hab. Ich hasse Leute, wenn Leute mir meine, Jetzt blockiert er uns mit so einem Scheißdrecksding, ne? Mit so einem scheiß RTW. Ja, schau. Der war tot, der wurde reanimiert sogar. Und ist jetzt im Südklinikum. Unser 19-jähriger Beifahrer, ist mittelschwer verletzt. Aber ich kann Mitleid. Du Vollidiot. Ja, das hab ich mitbekommen. Und so, braucht man kein Mitleid haben. Das stört man nur selber. Na Leute, dann würde das ist geil einfach. Ich hab Einsatz gehabt dort. Ihr Feuerwehreinsatz. Freischnippeln. Hey Leute, kann mal jemand da zu dem Baum auf Oberleitung schon sagen? Ja, nochmal zwei LF hinschicken. Wo genau? Hier in Chat schreiben. Baum auf Oberleitung, wo dein GK, dein DLK und deine Edelwischer ist. Moment, ich schau mal, ob ich dafür noch hab. Sprechwunsch. Okay, zwei LF rollen. Zwei LF rollen. Wunderbar. Hast du wieder ein RTW frei? Nee, weil das ist ein Rispus-Hainer. Ich schau jetzt mal, ich glaube, jetzt hab ich einen mit Sprechwunsch. Jawohl, jetzt habe ich einen Sprechwunsch jetzt. Ich entlasse den Patienten und dann, Schick ihn direkt nach, Schick ich ihn gleich, genau. Okay, ich schick den gleich direkt weiter,
Weil der, dann haben wir den abgearbeitet erstmal. Dahin. Warum ist der jetzt verfügbar, Mann? Mann! Muss ich kurz mal warten. Wie sieht's eigentlich mit den Krankenhäusern aus? Sind die voll? Nee, ich habe eins noch mit 9 Betten. Ich habe noch 9 Betten frei. Also ansonsten habe ich ganz weit weg auch noch 20 Betten, ne? Mindestens. Kann die mit Betts voll sein? Und nach hinten draußen, da tun wir bestimmt keine hinstellen. Alter. RTW rollt. Danke. Nein, zu dir brauche ich gerade gesagt, du hast noch keinen geschickt. Seid ihr morgen auch wieder online? Also morgen sind die Einsätze alle noch da. Und morgen sind auch ein Days deine unten, dann haben wir noch mehr Verstärkung. Dann kriegen wir es noch definitiv, weil wir fahren jetzt mit einem Kumpel von mir und seiner Freundin. Fahren wir noch ein wenig zum Kanal runter und chillen dann noch ein bisschen. Ich mach erstmal auch ein bisschen. Dann würde ich sagen, an meine Zuschauer, danke fürs Zuschauen bei diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo sehr freuen. Schaut doch mal bei meinen super YouTube-Kollegen vorbei. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst auf jeden Fall auch gerne ein Like da. Und ihr wisst ja, mir wird Abo-Geilität nachgesagt. Also abonniert mich alle. Ihr kennt es ja mittlerweile schon. Schaut doch gerne mal bei meinem Merch-Shop vorbei. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.